Hi Leute, ich habe da ein Radio und das Radio funktioniert nicht. Ich messe mal den Strom und zwar, das Akku, das braucht 6 Volt. Ich habe jetzt 4 Akkus dran, also ich habe so etwa 5, noch was Volt. Ich schalte es ein und es braucht 20 Milliampere. Ich drehe den Lautstärkeregler mal auf. Man hört nichts. Ich ausschalte ihn so. Man hört nichts, mal wieder aus. Okay, 1 mA, 19 mA Lautstärke voll um. Man hört am Lautsprecher, aber was ganz, ganz leises. Ich tue mal das Mikrofon am Lautsprecher. Mikrofon am Lautsprecher mal und warte, wenn ich mal den Strom weg, Strom wieder hinmache. Ups, das ist ein bisschen doof. Das mal wieder anstecken. Moment, das wieder anstecken. Wieder. Ein Tacken ist schon da und ein ganz leichtes Rauschen. Ich vermute bei dem Radio jetzt, dass die Elkos kaputt sind, dass die Elektrolytkondensatoren kaputt sind, vermute ich jetzt mal. Und zwar, da sind ja auch jede Menge Elkos drin. Das Radio hat übrigens eine Besonderheit, das geht auf Kurzwelle von 4 MHz bis 12 MHz und es empfängt Kurzwelle hier induktiv mit dieser Antenne hier. Also hier hat es eine Kurzwellenantenne, die induktiv empfängt, hier wenig Windungen und hier ist Mittelwelle. Es hat Mittelwelle, Kurzwelle und UKW. Der UKW-Teil ist hier in dem Eck da, UKW-Transistoren. Und da sind da auch Elkos, nein, da sind keine Elkos drauf, glaube ich. Da sind ausnahmsweise mal keine Elkos drauf. Aber ich vermute, dass die Elektrolytkondensatoren bei dem kaputt sind. Dann hat das Ding noch Germaniumtransistoren hier. Es könnte auch sein, dass Germaniumtransistoren kaputt sind. Aber da ist ein Elko, da ist einer, da ist ein Elko, da ist einer. Ich würde sagen, bevor ich da jetzt weitermache, schraube ich mal die Platine ab und werde mal die Elkos wechseln. Und ich fange mal an. Ich fange mal an, die Schraube da abzuschrauben. Gucken, ob ich dann das Licht näher machen kann. Ups, das ist alles ein bisschen... Naja, okay. Man sieht nicht so viel dann in dem Video. Die Schraube aufschrauben. Dann die Schraube aufschrauben. Dann, wo ist noch festgeschraubt? Da ist ein Seilzug, der hängt aber an der anderen Platine dran. Das sind zwei Platinen hier. Das ist eine Platine. Und hier ist eine extra Platine. Und da ist ein Seilzug dran. Hier ist noch eine Schraube. Muss ich die aufschrauben? Ich glaube ja, das ist nämlich da fest. Also muss ich die aufschrauben. Die Schraube hier. Die aufschrauben. Okay. Dann haben wir noch eine kleine Schraube hier. Hier eine kleine Schraube, die ich noch aufschrauben muss. Da. Und schraube ich die noch auf. Ich komme mit dem Schraubendreher nicht richtig drauf, doch jetzt. Okay, ich sollte vielleicht einen Schraubendreher magnetisch machen. Also an Magnet halten, dass ich die Schraube besser. Das mache ich auch mal an Magnet halten. Ist die Schraube magnetisch? Nein, die ist nicht magnetisch. Also die Schraube ist nicht aus Eisen, die ist aus irgendeinem anderen Material. Die wird von Magneten nicht angezogen. Vielleicht Messing oder Nickel oder so. Okay, jetzt ist sie immer noch irgendwo fest. Mal schauen, wo die noch fest ist. Ich gucke jetzt mal, wo die Platine noch fest ist. Okay, die Platine hängt hier an den Drähten, die da festgelötet sind. Also die hängt nur an den Drähten. Da, wenn ich da ziehe, dann sind die schon sehr stramm. Und die gehen hier, da geht eine zur Glühlampe, ein rotes Drähtchen geht irgendwo hin. Und die Drähte sind da unten so angelötet, dass ich hier zum Entlöten gar nicht hinkomme. Hier, ich komme da zum Entlöten gar nicht hin. Wie haben die das denn zusammengebaut bekommen überhaupt? Haben die dann speziell Lötkolben, der da unten übers Eck löten kann mit Mikroskop oder so? Oder, das ist ja komisch, das ist die UKW-Antenne. Aber, also die ist an sich schon komplett locker, aber die hängt an sehr vielen Drähten dran. Auf der anderen Seite hier hängt sie auch an Drähten. Ich will keine Drähte abreißen. Hier ist ein Wellenbereichsschalter. Hier das sieht man schon hier ein gelbes Drähtchen. Hier, da hängt sie. Die hängt an Drähten.
Ich trete, gehe nach unten auf die Platine irgendwo hin und so. Jetzt könnte ich zwar irgendwie zwar die Drähte abschneiden, aber dann muss ich die doch irgendwie wieder verbinden. Das ist alles etwas doof. Och man, wie kann man eine Platine nur so einbauen, dass sie so an Drähten hängt? Oder muss man da alles rausmachen? Da muss ich ja den Wellenbereichsschalter abschrauben. Dann muss ich die Platine abschrauben mit dem Seilzug. Dann muss ich das Metall abmachen. Das ist ja... Okay, das Radio ist definitiv sehr schwer zum Zerlegen. Also nicht einfach, nicht wartungsfreundlich. Vielleicht ist es deshalb auch so ein Luxuskassetten. Ein Luxusradio, also ein Super Deluxe SW FM SWAM Super Deluxe. Das heißt die Marke, denke ich, Candy oder so. FM. Dann hier kann man sehen, hier FM von 86 bis 108. Hier Kurzwelle von 4 MHz bis 12 MHz und von 530 kHz bis 1600 kHz auf Mittelwelle. Also FM, Kurzwelle und Mittelwelle. Und das möchte ich jetzt wieder reparieren. Das ist PL, das könnte Licht sein, weil das hat ja so eine Glühbirne. Das ist ein Toni-Schalter, da kann man den Ton umschalten. Dann hier ein Ausschalter und Lautstärkeregler. Ne, das ist Tuning. Hier, das ist Tuning hier. Und hier ist ein Aus. Und Lautstärke. Okay. Aber jetzt, da ich vermute, dass die Ökos da drin nicht mehr gut sind, weil die sind auch halt so, so graue Ökos da. Ja, und die gehen oft kaputt. Also da hatte ich es schon sehr oft bei so alten Radios, dass die Ökos hier kaputt sind. So erfahrungsgemäß möchte ich die Elektrolytkondensatoren hier gerne tauschen. Aber da muss ich mir was einfallen lassen, wenn ich die Platine rausbekomme. Weil da unten sehr viele Drähte angelötet sind. Da ist nur ein Draht festgemacht hier. Den Draht, den ich da festgemacht habe, wenn ich da den abzwicke, dann bekomme ich ein bisschen mehr Drahtweg. Aber das Schlimme ist, wenn ich Drähte abreiße und dann nicht mehr weiß, wo die hingehören. Das wäre das Schlimmste. Das ist dann doof. Hier haben wir noch Anschlüsse, was sonderbar ist. Und zwar, wir haben zweimal Airphone 1 und 2. Da können zwei Personen also Kopfhörer aufsetzen und hören. Und externe Phone, also man kann mit zwei Audioquellen reingehen. Das ist auch, ja, vielleicht ist es deshalb so super Deluxe, so super das Radio. Dann hier ein großer Audio-Ausgangstrafo hier. Und hier ist ein Ansteuertrafo. Der Trafo steuert hier die zwei Transistoren an. Und der Ausgangstrafo dann den Lautsprecher, denke ich. Und man hört ja schon knacken und ganz, ganz leise rauschen, aber mir halt auch nicht. Es ist viel zu leise, daher vermute ich, dass irgendeiner der Audiotransistoren hier entweder der Audiotransistoren kaputt ist oder die Elkos, also die Elkos, zuerst mal die Elkos wechseln und dann mal gucken, ob nicht vielleicht noch ein Transistor einen Schaden hat. Hier sind ganz große Transistoren im Okapital, so ganz große, da ist auch noch ein ganz großer, ein 2SA70 und ansonsten so kleine 2SA. Ja, so Japan-Germanium-Transistoren, hier auch, KK, sind vermutlich zwei gleiche Gegentakt-Endstufe mit Kühlfahne dran an den Germanium-Transistoren. Okay, mal gucken, wie ich die Platine denn rausbekomme. So einstellen und vierstellen tue ich mal noch nichts abgleichen, kann ich das Radio, wenn es dann einmal frei funktioniert. Aber erstmal muss ich was hören, erstmal muss es funktionieren. Bauteiltester zum Akkusmessen habe ich auch. 9,29 Volt, Akku ist noch voll. Das ist der mit dem Spannungswandler, den ich gebaut habe. Ja, okay, dann mal gucken, wie ich da weitermache. Tja, Leute, dieses Radio, das einen richtig fertig macht. Ich habe jetzt mal aufgeschrieben, am Lautstärkenparty, orange neben grau. Also neben dem Grau, links neben dem Grau, kommt das Orange hin. Und schwarz, und dann kommt dann dran, und dann rot. Dann grau von der Lampe auf rot, Potti ein, aus. Und zwar das Graue hier unten von der Lampe war hier oben auf das Rote angelötet. Und das Rote hier auf Potti Plus. Ich musste hier die Drähte ablöten. Ich habe drei Drähte abgelötet. Jetzt kann ich ein Stück weiter aufklappen. Und jetzt der blaue Draht. Und der Draht, dann kommt dann... Und dann der lila Draht, der hier festgemacht ist, aber da verknotet ist. Warum wird der verknotet?
dass man die Platine nicht höher machen kann, damit man es nicht repariert. Aber wenn ich mir da die Platine hier anschaue, schaut sehr oxidiert aus hier. Also besonders in dem Bereich da, schaut schon etwas sehr oxidiert aus. Also ich muss die Platine auf jeden Fall ausbauen. Es kann sein, dass da auch Unterbrechungen von Leiterbahnen sind, dass die weggegammelt sind hier. Könnte sein. Mal gucken. Aber ich muss jetzt alles genau aufschreiben. Also da ist ein blaues Kabel dran. Ich muss es da ablöten. Das blaue hier. Dann die zwei schwarzen da ablöten. Und dann noch weitere Kabel ablöten. Und die kurzen Kabel hier, die haben verhindert, dass ich die Platine überhaupt bewegen kann. Hier, das hier ist verknotet da hinten. Ist aber auch gespannt, nur wegen dem Knoten. Wenn der Knoten nicht wäre, ging das leichter. Könnte ich da mehr anheben. Und hier das rote, das ist das Pluskabel. Und hier ein Kabel, das von da hinten geht und nach vorne, das auch sehr gespannt ist, dass man die Platine kaum anheben konnte. Oh Mann. Und wenn ich mir da anschaue, was für Kabel da hinten, das da noch da sind, muss ich die alle abmachen. Das ist ja grausam. Gibt es da keinen anderen Weg? Nee. Man kann Lautsprecher nicht ausbauen, wenn man Platine nicht runter macht. Ein Lautsprecher sind auch Kabel von Platine. Hier den Seilzug, den möchte ich auch nicht rausschrauben. Also wie auch immer die das da zusammengelötet haben, die müssen echt... Ja, das ist echt eine Kunst. Die Fretantenne musste ich abstauben, die konnte ich abstauben, weil dann nämlich auch noch Drähte von der Fretantenne hier auf Platine gehen, sonst kann ich die auch nicht anheben. Und ja, ein einziges riesen Kabelchaos. Wenn mir Drähte abreißen und ich weiß nicht, wo die hingehören, dann habe ich ein Problem. Dann hätte ich ein großes Problem. Und das ist doof. Ja, weil das halt doch sehr kompliziert ist, der Wellenbereichschalter. Aber echt viele 3D da, ein richtiges Drahtbündel da. Okay, also das Radio, das wird nicht leicht zu reparieren. Das muss ich echt alles genau aufschreiben und dokumentieren. Am besten, ich mache noch ein paar Fotos von den Kabeln, wo welches Kabel angeschlossen wird. Lustig wird es halt bei den gleichen Kabelfarben. Ich habe ja gelb und unten habe ich auch gleiche Kabelfarben. Welche gleichen Kabelfarben dann anlöten muss, wo gehört welches Kabel dann hin? Also welches gelbe Kabel gehört denn dann wohin? Ja. Da waren mehrere gelbe Kabel. Hier gelb, hier gelb, hier gelb. Welches gelbe gehört wohin? Da muss ich ja direkt ein Klebeband draufstecken und dann aufschreiben, was hingehört oder so. Doof das. Okay, also das blaue und die zwei schwarzen muss ich ablöten. Die zwei schwarzen sind an einen Punkt dran, hoffe ich, oder? Ja, die zwei schwarzen sind an einem Punkt hier dran und das blaue hier. Muss ich das blaue ist in der Platinecke. Ganz unten, Platinecke. Also Platinenecke hier, das ist der blaue und das schwarze daneben. Die zwei schwarzen, da ist noch ein schwarzes. Es geht aber auf das gleiche. Aber das ist Minus Batterie. Das kann ich dran lassen, das ist lang genug. Ich hoffe, es reißt mir nicht ab. Sonst wird die abreißen, da habe ich Angst. So, jetzt habe ich die Platine mal maximal ausgeklappt, so gut es geht. Fretantenne abgestaubt, Drähte abgelötet, einige. Da habe ich aufgeschrieben, was ich abgelötet habe. Und jetzt komme ich endlich an die ersten Ölkurs ran. Den kann ich wechseln, glaube ich. Den da kann ich wechseln, den da. Den da und die anderen, da muss ich unter den dritten müsste ich da löten und es ist ein bisschen schwer, weil man da schlecht hinkommt und da ganz hinten die ganze Platine hängt an diesem schwarzen Kabel hier unten. Da kann man es vielleicht sehen, also hier ist ein schwarzes, hier ganz unten ist ein schwarzes Kabel, hier, da ist ein schwarzes Kabel, das von irgendwo herkommt hier. Das darum geht und hier drauf und da hängt die ganze Platine dran, deshalb kann ich sie nicht weiter kippen wegen diesem schwarzen Kabel. Warum haben die bei den Super Deluxe Radio das Kabel nicht länger gemacht? Weiter als so kippen geht nicht hier. Die hängt an den Kabel hier. Die anderen hätten noch Luft hier, aber die anderen, die würden auch keine Luft mehr haben, glaube ich, wenn es weiter kippt. Sehr viele Kabel.
Ja, die meisten Alkos sind im oberen Bereich hier so. Ich hoffe, ich schaffe es, die zu wechseln, den da zu wechseln. Da ist noch ein Alko hier, den zu wechseln. Ist da noch ein Alko? Muss ich mal gucken. Auf jeden Fall ist hier noch einer, der leicht zu wechseln ist und der auch leicht zu wechseln ist. Ich löte den mal aus, würde ich sagen. Dann löte ich den aus. 16 Volt, 5 mF. 5 mF, das sind 0, das sind 5 Mikrofarad. Da kann ich einen 4,7 Mikrofarad einbauen. Und 6 Volt, okay, braucht man wohl nicht mehr wie 6 Volt, aber die neuen Alkos, die haben alle mehr. Aber die alten Alkos, die sind, schätze ich mal, Mist. Und ich vermute, dass daher das Radio nicht wirklich spielt und nur ganz, ganz, ganz leise ist und nur Tack macht beim Einschalten und sonst halt nicht wirklich was. Fange ich mit den Alko an. Der ist zwischen Minus hier und das hier ist Plus. Das hier geht, der rote Draht geht ja zu dem Pluspol von dem Body da. Ah, genau, da ist auch noch ein Draht. Wo gehört der denn hin? Ah, der graue Draht, der gehört, glaube ich, auch auf Plus. Der graue Draht von der Lampe, das sind zwei graue Drähte. Der eine graue geht dahin und der andere graue hier. Grau von Lampe auf Rot. Potti ein aus, genau. Der graue von Lampe, der geht hier auf die Platine, da wo das rote angelötet ist hier. Und hier ist Plus und der Öko ist hier von Plus auf und heißt Minus, denke ich. Und Minus ist hier schwarz, das ist der Minuspol von der Batterie auch. Und der Pluspol, der geht zum Potti. Aber die anderen Drähte, das wird echt kompliziert. Also ja, jetzt konzentriere ich mich erstmal auf die Alkos, dass ich die Alkos rausbekomme und die mal messen tue und die mal durch neue Alkos tauschen kann. So, ich habe den ersten schon mal ausgewechselt hier, ein 100 μF 16 Volt, 100 Mikrofarad. Und ich tue den alten mal im Bauteiltester messen. Ich schätze, dass der sogar noch ganz gut sein könnte. Und was sagt er? 27 pf. Ja, 27 pf. Okay, das ist ein bisschen wenig für 100 μF 6 Volt. Okay, ja, gut, mal den da messen, mal einen neuen messen. Messen wir mal einen neuen Alko. Mal einen neuen Alko messen. Ein 900 μF Alko, Mikrofarad Alko messen. 99,62 μF, 0,49 um 2%. Okay, den haben wir eingelötet und die Alkos sind irgendwie nicht mehr so gut. Hier ist ein ganz kleines Plus drauf, das ist der Pluspol und das ist dann der Minuspol. Und hier da, wo ein Test Plus drauf ist, hier wird der Pluspol und der sieht aus, wie wenn er mit Wachs oder so vergossen wäre. Hier und an den Anschlusspins, da kann es sein, dass die dann irgendwann auslaufen. Aber gut, 27 pf ist okay. Gut, dann werde ich mal. Ich gehe mal davon aus, dass die anderen Alkos auch kaputt sind. Oben tue ich mal die Drähte abzwicken und dann nehme ich mir den Alko mal vor, weil der leicht zugänglich ist und wechsle den mal. Okay, den habe ich jetzt auch ausgewechselt, den Alko hier, gegen einen 4,7 μF. Also 4,7 μF, ich glaube 25 Volt oder so. Der 5 μF und 6 Volt. So, jetzt mal messen. Den da. Und der misst lange. Der misst echt lange. 9,33 Volt hat der Schaltreglerspannung. Also der Akku ist gut von dem Teil noch. Dann hier. Oh, der Alko, der misst sich als eine Diode mit 3,62 Volt und eine Diode mit 3,55 Volt. 3,62 und 3,55 Volt. Als zwei Dioden misst er sich, der 5 μF 6 Volt. Ja, ich glaube, ich liege schon richtig damit, dass die Alkos wohl alle kaputt sind in denen. Es sind aber auch wirklich alt, die Alkos, die haben hier unten kein Gummis, sondern die sind irgendwie mit irgendwas vergossen. Aber ich vermute, dass die ausgetrocknet sind. 5 μF 6V Japan von Ikan oder so, wie das heißt. Ja, gut. Okay, mal weiter. Nächsten Alko tauschen. Das sind die hier. Der da und der da. Mal schauen, ob ich den da wechseln kann hier.
Muss mal gucken, wo der da angelötet ist. Es wird echt schwierig. Es wird immer schwieriger jetzt mit dem Alkurs. Den da kann ich noch leichter tauschen. Ich glaube, ich fange mit denen an. Mache mit denen weiter. Weil ich hier besser rankomme. Genau, da komme ich besser ran. Also werde ich mal den Alkur auslöten hier. Und den Alkur mal tauschen. So. Der scheint minus rechts zu haben, plus links. Also, okay, gucken wir mal. Okay, diesen Alkohol habe ich getauscht durch einen 220 μF. Das ist ein 200 mF. 200 mF 6 Volt. mF heißt Mikrofarad und da habe ich einen 220 Mikrofarad mit 16 Volt rein. Das sind alles 6 Volt Alkohols und das sieht man hier. Der ist anscheinend schon mal ausgelaufen hier. Kann man sehen, dass da irgendwas hier rausgekommen ist, da. Aber den können wir auch noch in Bauteiltest reinstecken und dann mal messen. Mal schauen, ob der da was anzeigt. Bei 200 Mikrofarad, der hat 320. Der hat zu viel, 3,2 Ohm. 320, der hat mehr als er haben soll, das heißt, der ist wohl auch nicht mehr gut und der ist wohl auch schon ausgelaufen. Und wenn zu Alkurs viel mehr haben, die hat ja ein Drittel mehr, dann sind die meistens auch kaputt. 8,7% Verlust, 3,2 Ohm. Ich kann mal den 100 mF messen hier, 3,2 Ohm. Ich glaube, die hat weniger, der 100 mF, der neue. Die hat 0,51 Ohm. Der 220er, die hat auch viel weniger. Also, und ja, und die hat auch die Kapazität. Und der da zeigt zu viel Kapazität an. Das deutet eher darauf hin, dass er mehr Verluste hat. Und hier kann man ja auch erkennen, dass da wohl schon was rausgekommen ist. Zumindest es sieht so aus, wie wenn da schon mal was rausgekommen ist da. Also an den Pin hier. Ich glaube, da ist was rausgekommen. Ja, dass der nicht mehr ganz dicht ist. Ich kann später vielleicht mal so einen zerlegen. Jetzt erstmal den nächsten Alkur. Den hier. Mal schauen, ob ich den rauskriege. Und dann den hier. Und dann ist irgendwo, sind da noch Alkurs. Ich versuche immer, dass ich alle Alkurs wechseln kann, an die ich irgendwie rankomme. Ich hoffe, ich glaube, ich muss das Drehchen da ganz hinten vielleicht doch noch ablöten, dass ich die Platine weiterlegen kann, damit ich da drunter besser komme. Ich glaube, dass ich dieses Drehchen da doch irgendwie ablöten muss, ohne die Drähte hier zu verschmoren, verkokeln, dass ich hier dieses Minus-Drehchen da doch ablöte, dass ich mit Lötkolben da irgendwie hinkomme. So, mal gucken. Hier. Und genau dieses schwarze Drähtchen, genau hier, dieses schwarze Drähtchen, wenn ich das ablöte, dann könnte ich der Platine weiter kippen. Und ich glaube, das mache ich auch, wenn es daneben hier angelötet wäre. Also hier ist ja wohl Minus. Und wenn es daneben angelötet wäre, dann könnte man die Platine auch viel weiter kippen, weil das hängt alles an den Draht. Und wenn ich da versehentlich die Platine weiter runterdrücke, dann reißt mir der wahrscheinlich ab. Daher versuche ich jetzt doch mal, dass ich den ablöte, dass ich die Platine weiterlegen kann, weil so ist das alles hier. Je weiter ich hinterkomme, desto beengter wird das. Da habe ich noch einen Alkur hier, den ich wechseln muss. Ich glaube, ich mache mit denen weiter. Ja, mit dem Alkur mache ich mal weiter. Und schau mal, was das für einer ist. Weil ich schätze, dass der auch nicht mehr so gut ist. Okay, den kann ich noch so wechseln, aber dann werde ich wohl hinten den Draht weglöten müssen. Aber da muss ich den Draht hier weglöten, hier ablöten, damit ich da rankomme. Aber das ist weniger ein Problem. Den löte ich hier da weg und dann kann ich ihn ja wieder anlöten dann. Okay, ich habe den jetzt auch gewechselt durch einen 220 μF 16 Volt Minus war ja da vorne und Plus da hinten. Und das ist der jetzt. Und da kann man erkennen, dass der hier an den einen Pol leicht verfärbt ist, hier an den Plus. So leicht verfärbt, das sieht aus, wie wenn da schon fast was rauskommen würde hier. Ja, sieht so aus. Und ich werde den jetzt mal in den Bauteiltester stecken und mal schauen, was der Bauteiltester zu den Alkurs sagt. Mal gucken, was der zu dem sagt. Ja,
396,4 μF. Okay, die hat einen besseren ESR, aber die hat auch ja, fast 400 μF. Die hat doppelt so viel, wie die haben soll. Die soll 200 haben und die hat 396. 200 μF und die hat 400. Das deutet darauf hin schon, dass er kaputt ist. Also ich denke, dass der schon viel zu hohe Verluste hat. Wenn die Kapazität doppelt so hoch ist, wo der misst, dann hat der Öko eine Macke. Okay, dann jetzt mal gucken. Das Drähtchen hier, das muss ich wieder da drauf löten hier. Hier, das muss da wieder da drauf. Das habe ich abgelötet, um den Öko wechseln zu können. Löte ich es mal wieder drauf erstmal. Yay, ich habe das geschafft, das Drähtchen da hinten abzulöten. Das dann wieder anlöten wird eine andere Sache. Das Drähtchen, was da hier hinten ist, ja, habe ich da abgelötet. Jetzt konnte ich die Platine ein klein wenig weiter. Aber dieses Drähtchen hier und das da, die halten die Platine jetzt auf Spannung. Also ich kann ich wegen den Drähten die Platine nicht weiterkippen, aber es könnte reichen, Mann. Es ist doof, ich mag nicht, dass die Drähte mir abreißen. Sonst weiß ich nicht, wo die hingekommen. Also das, wovon hier unten kommt, ja, das geht auf jeden Fall hier oben drauf. Und das andere geht woanders hin. Okay, ich hab's auf Video, notfalls kann ich auf Video nachgucken, wo das hingeht. Bevor das Drähtchen mir abreißt, so. Jetzt kann ich die nächsten Alkos suchen und die nächsten Alkos wechseln. Gucken wir mal, was noch für Alkos da drin sind und wie gut die noch sind. Okay, jetzt habe ich einen 30er, 30 MFD gegen den 33er und einen 5 MFD gegen 4,7 getauscht. Die beiden sind das, also die zwei hier. Das hier ist aber noch ein alter Öko und noch ein alter Öko, den ich noch wechseln muss. Mal schauen. Da habe ich noch einen alten Öko. Ich glaube, ich muss alle alten Ökos wechseln. Da unten ist zum Glück, glaube ich, keiner mehr. Zwei sind es noch, glaube ich. Ja, da habe ich auch schon einen neuen drin. Zwei sind es, glaube ich, noch. Dann gucke ich mal, ja, wie die alten Ökos vom Zustand her sind. Das sind die zwei alten, die ich gerade gewechselt habe. Fangen wir mit den 6 Volt an. So, die ganz kleinen sind anscheinend nicht ausgelaufen, vielleicht weil die klein sind. Aber das, ob die noch funktionieren, gucken wir mal, ob der noch irgendwas sagt. Wenn zu lange dauert zum Testen, ist immer kein so gutes Zeichen. Aha, 9421 NF, 15 Ohm, 11% Verlust. 94, also 9,4 μF. Das soll 5 μF haben, hat aber fast 10. Also doppelt, fast doppelt so viel. Das ist auch nicht mehr okay. Die hat 30 μF 6 Volt. Wie schaut die aus? Die schaut auch noch gut aus hier. 30, soll die 30 Mikrofarad haben. Jetzt wenn er 60 hat, dann steht mit dem auch was nicht. Also gucken wir mal. Wenn er lange zu messen braucht, ist kein gutes Zeichen. Die hat nicht 30, sondern die hat 229,8 NF, 42% Verlust. Der ist auf jeden Fall auch schlecht. 30 mF 6 Volt, auch sehr schlecht. Also der Bauteiltester, mit dem kann man die Ökos feststellen, dass sie schlecht sind. So, jetzt wechsle ich die letzten zwei noch und dann gucken wir mal. Okay, es waren noch vier Ökos. Vier Alkos hatte ich noch getauscht. Ich messe die jetzt auch mal. Mal schauen, in was für ein Zustand die waren, die alten Alkos. Ob ich die drin lassen hätte können. Mal gucken, was der sagt. Er sollte 30 μF Mikrofarad haben. Und der hat, es dauert schon zu lange, denke ich. Man braucht den nicht zu lange, um Alko zu testen. Normal sollte der nicht zu lange brauchen. Die braucht zu lange. Okay, die hat zwei Dioden erkannt, 4,51 Volt und 4,56 Volt. Zwei Dioden bei 30 mF 6 Volt. Okay, dann nehmen wir den nächsten. Das ist ein bisschen ein anderer, der schaut ein bisschen anders aus. Der ist aber auch gepolt, der hat hier Plus und hier Minus, also da steht Plus drauf. Icon 5-6, ich schätze mal 5 μF 6 Volt. Habe ich auch ausgetauscht durch 4,7 μF. Tun wir den mal messen.
Das sollte 5 Mikrofarad haben. Und wir haben keine 5 Mikrofarad, wir haben 855 NF, also 0,8 Mikrofarad statt 5. 0,8 Mikrofarad ist auf jeden Fall viel zu wenig. Der hat jetzt hier weniger, aber auch 34% Verlust sollte er nicht haben. Das ist ein bisschen viel. Okay, dann den nächsten. Ist, glaube ich, auch ein 5 Mikrofarad, ein 5 MFD. Der hat das Doppelte, 94,9408. Es ist kein 10er, es ist ein 5er. Der hat doppelt so viel und 23% Verlust, okay. Und der hier, der nächste 5er, geht mal rein. Also die habe ich jetzt alle aus der Audiostufe oder Audio-Vorstufe oder so rausgeholt. Die, wenn ich die dann reinkriege, teilweise ist ja mich Pins ein bisschen sehr verbogen. Ups. Ja, beim Auslöten die Pins ein bisschen sehr verbogen. Mal schauen, ob ich das so, okay. Der sollte jetzt auch 5 Mikro Henry haben. Mal schauen, wie viel der hat. 2,7 mit 26% Verlust. Okay, der hat auch Kapazität verloren, der hat auch keine 5 mehr. Okay, aber es waren Elkos dabei, die echt nicht mehr gut sind. Die schon ausgelaufen waren und alle Elkos hier, also alle von den Grauen, waren nicht mehr gut. Und ich habe jetzt schwarze eingebaut, schwarze neue, die nächsten Jahre halten dürften, die vielleicht sogar eine höhere Lebensdauer haben, als die drin sind, aber ich glaube, dass die mindestens genauso lange halten im Radio, weil die werden ja kaum belastet und ja. So, jetzt muss ich das Radio wieder zusammenbauen, um es testen zu können. Also muss ich die schwarze Drähtchen da unten wieder auflöten, das wird was werden, und dann die anderen Drähte wieder anlöten und dann mal gucken. Ich schau mal, dass die Drähte hier wirklich fest dran sind, nicht, dass mir die dann abreißen, wenn ich es zusammenbauen will. Echt heikles Radio. Wir hätten den schwarzen Draht ruhig ein bisschen länger machen können, dann könnte man wenigstens die Ökos wechseln, ohne dass man das so extrem rumfummeln muss und so. Dann wäre das viel wartungsfreundlicher, wenn sie den schwarzen Draht ein bisschen länger gelassen hätten, aber okay. Gut, dann mal, ja, versuchen, den schwarzen Draht hier wieder anzulöten. Ich überlege echt, ob ich den nicht verlängern sollte. So, ich habe das Radio mal hier die Drähte angelötet, wieder an den Potti, und die anderen Drähte noch angelötet, wieder. Und ist nochmal zusammengelegt, noch nicht gestoppt, und mal an Strom gehangen. Ich habe jetzt 25 mA Stromaufnahme. Ich glaube, ein bisschen mehr als anfangs, aber ich habe hier Audioverstärkung. Also es brummt. Also die Elkos waren auf jeden Fall mistig. Mal schauen, findet man dann noch alte Elkos? Das sind Widerstände hier, Widerstand. Das sind Transistoren. Ein Transistor. Noch ein Transistor. Hier die Elkos habe ich alle gewechselt. Also alle die schwarzen Elkos hier. Die schwarzen da sind die, die ich gewechselt habe. Da habe ich noch eingewechselt, Wenn ich auf UKW schalte, das ist jetzt, glaube Kurzwelle, mal auf UKW schalten. Das ist der Ratio-Detektor hier, mit den zwei, hier die zwei Germaniumdioden. Also, da ist eine Germaniumdiode, ja, und da ist die zweite Germaniumdiode. Da habe ich Elko gewechselt. Wenn ich an den Widerstand da dran komme, brummt es. Lautes Brummen ist schon mal gut. Das heißt, das funktioniert schon mal. Jetzt ist die Frage, ob ZF-Verstärkung funktioniert. Ich habe nur ein ganz leichtes Rauschen. Ich habe nur ein Rauschen. Auf UKW. Und wenn ich bei UKW Sender abstimme, empfange ich schon so mal gar nichts. Der Drehkondensator dreht sich, also das Seilzug müsste okay sein, damit man das da auch sehen kann. Dreht er sich. Das Seilzug geht zumindest mal durch. Mal schauen, ob man das an irgendeiner Stelle sehen kann, ob der sich dreht. Nicht, dass der sich doch nicht dreht. Nicht, dass das Radio funktioniert und nur der Drehkurs sich nicht dreht. Das wäre dann auch. Ich sehe den Trikot nicht drehen. Ich
sehe da ein Plattenpaket hier, aber ich sehe nicht, dass der Trikot sich dreht. Es rauscht schon mal. Aber ich sehe nicht, dass der Trikot sich dreht. Also hier das Seilzug ist aber hier drin. Der bewegt den Zeiger hier. Der bewegt den Zeiger. Na doch, das hier ist die Scheibe von Trikondensator hier. Denke ich. Also hier unten. Das müsste den Trikondensator schon drehen eigentlich. Mal schauen, ob man da von der anderen Seite reinschauen kann, ob der sich dreht. Ja, ich habe was gesehen, glaube ich, ja. Ich habe was gesehen, dass der sich drehen tut, dass der sich mitdreht. Mal schauen. Und da irgendwie sieht, ob der sich dreht. Da man ist jetzt echt schwer. Vielleicht von der Seite aus. Vielleicht von der Seite. Von der Seite vielleicht sehen kann. Dass sich da was dreht. Ich habe gesehen, dass sich da was bewegt hat da drin. Man kann schlecht erkennen. Ah doch, hier unten. Hier unten das da. Ups. Bitte wieder Schraubstein. So das da hier. Da sieht man hier, das dreht sich. Also der Trikondensator, der dreht sich auf jeden Fall. Hier unten. Da dreht sich was. Aber auch wenn ich jetzt auf Mittelwelle oder so umstelle, ich bin jetzt auf UKW. Auf UKW empfange ich gar nichts. Auch wenn ich da Antenne dran mache hier. Da brummt es nur. Ist da noch irgendwo ein Massefehler oder ein Leitchen abgerissen? Wenn ich auf Masse komme, brummt es. Ich glaube, das ist so bei dem. Es brummt überall, wenn ich da auf Masse komme. Hier nicht so. Bei Masse. Da spreche ich weniger, bei Masse aber schon. Okay. Aber ich empfange keinen UKW-Sender. Wenn ich umschalte auf Mittelwelle. Mittelwelle oder Kurzwelle. Auf Mittelwelle. Gucken wir mal. Der empfängt der induktiv. Auch kein Sender. Und auch das andere Band. Ich muss auf Mittelwelle oder auf Kurzwelle sein. Gucken wir mal. Empfange ich auch nichts. Also dadurch, dass es rauscht, schätze ich mal, dass ZF-Verstärker in Ordnung ist. Ich müsste mal 455 kHz einspeisen. ZF-Verstärker ist wohl okay. Hier, hier und hier. Und hier ist der Lokaloszillator, glaube ich. Ich glaube, dass das der Lokaloszillator im Mischer ist. Hier, der da. Mal schauen, es müsste Lokaloszillator im Mischer sein. Da sind hier noch Drehkondensatoren, glaube ich. Ich glaube, das sind Drehkondensatoren. Sieht zumindest aus wie Drehkost zum Abgleichen. Abgleichen kann man das Radio, wenn es funktioniert. Jetzt müssen wir erst mal gucken. Wenn ich hier mit einer Messspitze da den Pin hier dran komme, habe ich auch nichts. Ich muss da gucken, da ist ein Transistor. Ah, nee, oder? Ist ein Transistor? Ist das ein Elko ist? Nee, doch, ist ein Transistor. Da ist ein Transistor hier. Ein Transistor hier. Ein Transistor hier. Vielleicht ist das der Mischer. Hier im UKW-Teil haben wir drei so Transistoren. Da haben wir aber keine Elkos mehr. Keine verdächtigen Elektrolytkondensatoren. Das kann jetzt ein Transistor sein, es kann ein Keramikkondensator sein, es kann Widerstand sein. Aber es fängt ja auf Mittelwelle, Langwelle und also auf Mittelwelle und Kurzwelle auch nicht. Mittelwelle, Kurzwelle. Und hier sind wir auf UKW. UKW brummt hier. Brummt hier laut. Wenn ich auf Mittelwelle umschalte, brummt es hier nicht. Weil die beiden Dioden nur für FM sind.
Aber ich habe keine einzelne für AM gefunden, daher vermute ich mal, dass du mit einem Transistor AMD moduliert. Da. Ja, aber wenigstens funktioniert Audioverstärkung wieder und wir hören ein Rauschen. Das Rauschen deutet darauf hin, dass die ZF-Verstärkung funktioniert. Ändert sich minimal am Rauschen. Hier von Mittelwelle auf Kurzwelle ändert sich nichts, da wird der ZF ja auch nicht umgeschalten. Und auf UKW wird ja anders demoduliert. Da haben wir AM Demodulation, da haben wir FM Demodulation. Okay, ich würde sagen, ich mache im nächsten Video mit der Reparatur weiter, wo ich den Fehler suche. Was für Transistoren oder was für Bauteile das noch kaputt sind. Also die Akkus waren auf jeden Fall kaputt, weil vorher hat es gar keinen Ton irgendwie von sich gegeben und jetzt macht es wenigstens gute Audioverstärkung. Macht echt gute Audioverstärkung wenigstens jetzt. Okay, sage ich mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.